Schritte in der Wüste. Schritte, die die Welt verändert haben. Vor 2000 Jahren macht sich ein jüdischer Wanderprediger auf. In Palästina predigt er Umkehr und Liebe. Man wird ihn töten. Doch seine Botschaft überlebt. Die Geschichte des Christentums. Ein endloser Zug der Menschheit. Ein Weg durch Jahrhunderte, voller Irrtümer und Wirrnisse, voller Hingabe und Leidenschaft. Nicht aus Geschichtszahlen gemacht, sondern von Menschen gelebt. Eine Geschichte des Leids, aber auch der Freude. Eine mühevolle Suche nach Wahrheit, 2000 Jahre lang. Im 15. Jahrhundert führt der Weg weit zurück in die Vergangenheit. Aber nicht an die Ursprünge der christlichen Botschaft erinnert man sich, sondern an die prachtvollen Werke der Antike und den Lebensgenuss dieser Zeit. Konstantinopel, das heutige Istanbul, im Jahre 1453. Vor den Stadtmauern flattert die Fahne mit dem türkischen Halbmond. Muslime gegen Christen. In die Allah-Rufe mischt sich das Dröhnen von Kirchenglocken. Ein erbitterter Kampf. Aber die Christen können ihre gottbehütete Stadt nicht halten. Die Armee des Sultans siegt und richtet ein verheerendes Blutbad an. Tausende werden erschlagen, Tausende in die Sklaverei verschleppt. Ein Schock für das ganze Abendland. Das christliche Kreuz, es fällt an diesem 29. Mai 1453. Konstantinopel mit seiner langen christlichen Tradition ist jetzt eine islamische Stadt. Die Hagia Sophia, der altehrwürdige Kirchenbau, den Kaiser Justinian über 1000 Jahre zuvor hatte errichten lassen, dieser Stolz der oströmischen Christenheit, er wird jetzt zu einer islamischen Moschee. Das Ende der byzantinischen Reichskirche. Das alte oströmische Christentum, die Orthodoxie Byzanz, aber ist lebendig geblieben. In Russland überlebte die orthodoxe Kirche über ein halbes Jahrtausend bis heute. Moskau wurde zum Erben des Oströmischen Reiches und seiner uralten christlichen Tradition. Die orthodoxe Kirche. Niemals hat sie sich an neuen Trends und am Geschmack der Zeit orientiert. Eine Kirche, die die alten Formen der Frömmigkeit bis ins kleinste Detail zu bewahren sucht. Die auch heute nicht intellektuell und modern sein will, sondern fromm und volksnah, wie vor 1000 Jahren. Der Fall Konstantinopels Mitte des 15. Jahrhunderts stärkt die Position Roms. Eine neue Zeit bricht an. Sichtbares Zeichen, die Gebäude, Plätze und Kunstwerke. Nie zuvor konnte das Papsttum eine solche Pracht entfalten wie im 15. und 16. Jahrhundert. Rom, Mittelpunkt der Christenheit. Und im Zentrum die Peterskirche, weithin sichtbares Zeichen für die zentrale Gewalt, die von hier ausgeht. Die Epoche des römischen Papsttums, zugleich eine Epoche genialer Kunstentfaltung. Michelangelos Fresko, die Erschaffung Adams, entsteht. Gott und Mensch berühren sich. Träume von Schönheit und Unsterblichkeit. Dabei bietet die politische Realität Anfang des 15. Jahrhunderts wenig Anlass zu schönen Hoffnungen. Frankreich ist in einen hundertjährigen Krieg mit England verstrickt.
Spanien führt einen Dauerkrieg gegen die Araber. Das Deutsche Reich ist in ungezählte Territorien zersplittert und immer wieder wütet die Pest. Die neue Zeit beginnt in einer italienischen Stadt, gut 200 Kilometer nördlich von Rom, Florenz. Der Wohlstand, der sich hier entfaltet und von dem noch heute die prunkvollen Stadtfeste Zeugnis ablegen, wird nicht nur vom Adel getragen. Es ist jetzt das städtische Bürgertum, das enormen Reichtum anhäuft. Ausländische Mächte wie der deutsche Kaiser sind zu schwach, um ihre Hand bis hierher auszustrecken. Die Florentiner Bürger des 15. Jahrhunderts sind Vorreiter des modernen Kapitalismus. Damals werden viele Begriffe der Bankensprache geprägt, wie Giro, Konto oder auch Bankrott. Die Zeit des 15. und 16. Jahrhunderts. Erst 300 Jahre später wird man diese Epoche Renaissance nennen. Wiedergeburt. Wiedergeburt längst vergessener Vorstellungen aus alter Zeit. Wiederentdeckung der antiken Welt und ihres Reichtums an Wissen. Erinnerung an das, was noch in Ruinen erhalten ist und was den Sinn für die eigene Geschichte schärft. Die Entdeckung des klassischen Altertums, in dem sich der neue Mensch spiegelt. Die Menschen müssen ihr Selbstbildnis nicht erfinden. Sie finden es. Aus dem Boden tauchen Statuen und Bildnisse der Antike auf. Italien entdeckt seine Vergangenheit und macht daraus seine Gegenwart. Florenz, die Stadt am Arno, erlebt eine ungeheure Blüte des Geistes und der Kunst. Der neue Baustil ist von der Antike inspiriert, Symbole der Herrschaft, wie sie schon zu Zeiten der römischen Kaiser gültig waren. Architektur der imperialen Macht, der Palazzo Vecchio. Hinter all der glänzenden Repräsentanz aber entwickelt sich das Individuelle, Verspielte. Das neue Menschenbild deutet sich an. Die Unverwechselbarkeit der individuellen Form wird gefeiert. Die Entdeckung des Individuums in der Malerei. Zum ersten Mal seit der Antike gewinnt das menschliche Antlitz wieder individuelle Züge. Auf dem Gemälde »Der Zug der heiligen drei Könige« lassen sich reiche Florentiner Bürger naturgetreu abbilden. Porträts wie fotografische Momentaufnahmen. Lebensnah Porträts der Mitglieder der Familie Medici. Cosimo, Lorenzo und Giacomo Medici gehören zur berühmtesten Sippe dieser Zeit. Ihr Reichtum ist schwindelerregend und ihre Macht wird sie in alle bedeutenden Ämter gelangen lassen. Die Villa, die sie bewohnen und die ihr Wappen mit den sechs Kugeln schmückt, versammelt alles, was die Renaissance ausmacht. Erlesenen Geschmack, enthusiastische Begeisterung für die antike Kultur und ihre Werke, Genuss der Schönheit und des Luxus, Hinwendung zur Welt mit all ihren Vergnügungen, aber auch innere Entfremdung von der christlichen Botschaft. Selbst wenn es biblische Szenen sind, die auf prachtvollen Wandgemälden fantasievoll ausgemalt werden. Das Interesse gilt jetzt dem Neuen, dem letzten Schrei. Ein Affe wird dargestellt. Und, sensationeller noch, eine Engelsgestalt, die einen Truthahn umfasst. Aufregendes Mitbringsel vom neuen Kontinent Amerika, der eben erst entdeckt ist.